So, herzlich willkommen beim 13. Let's Play von God of War Remastered für die 4. So, L und X und zack, hochgelaufen, ja. Wir haben jetzt die Hermes-Hand, also Schuhe hier. Und jetzt kann es richtig losgehen erstmal damit. Herkules kommt nämlich auch noch. Ich glaube, der war sogar als nächstes. Upsala. Zack. Das ist ja das Problem, dass Kratos ein bisschen zu schwer ist. Deswegen kann er damit auch nicht fliegen. Wir haben es. Ja, hier kommt genau richtig. Zack. Geblendet. Zack. Die Trophäe dürfte eigentlich bald kommen. Ui, fast 1000 wieder zusammen. Ah ja. Ach, was hier für komische Viecher hier rumfliegen? Aber vorher wird natürlich die Truhe geholt. Und hoch da. Upsala. Und hoch. Ne, hier ist nichts weiter. Halt, hier war eine unsichtbare Truhe irgendwo. Hat war irgendwo noch eine unsichtbare Truhe am Anfang. War mir aber nicht sicher. Ne, hier war es noch nicht. Gut. Ah, ein Fass war hier noch. Und rüber hier. War hier irgendwo noch was hinter? Nee. Da war auch nichts hinter, aber das sieht voll verdächtig. Ah, hier ist doch die Truhe. Eine Phönixfeder. Jetzt dort hoch. Und hier drin, da war weiter nichts. Und einmal hier rüber. Zack. Und ein paar Gegner. Na, das waren eigentlich normale Menschen. Ah ja. Hey ihr Typen, lass mal die in Ruhe hier. Die will ich alle platt machen. Legt euch lieber mit jemandem an, der in eurer Größe ist. Ah ja, hier kommt dieses Vieh mit der Kugel. Jo, hat er den auch schön angesteckt. Ja,
5 extra Erfahrungspunkte Crash. Da ist er ja. Zack, zack und dann ab. Naja, hat nicht mehr gebracht. 25 extra hätte ich gekriegt. Da kommt mal dich daran, ja. Und zack, geblendet. Ich weiß nicht, ob die was abgekriegt haben. Jetzt haben sie auf jeden Fall was abgekriegt. Autsch. Kreis. Nochmal Kreis. Dreieck. Kreis und zack. Weg damit. 25 extra. Na, das heißt wieder. Kreis. Viereck. Und zack. Da geht's aber noch nicht rein. Da hinten war nämlich noch was. Zack. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir am Ende alle Items haben, weil ich habe nicht ein paar Truhen mich vorsehen ausgelassen. Wo ich mir nochmal die 3-Fassung gespielt habe, da ich mir ein paar Truhen nicht neu gefunden habe, die ich hier nicht geholt habe. Mal sehen, ob wir den auf Maxi kriegen, trotzdem noch. Es gab immer ein paar extra Truhen. Das Feuer des Olymps. Und hier ist das Ding, mit der, wo man die Musik spielen muss. Hier kann ich da Drohnen hier sehen. Zack. Ah ja, und hier muss ich nachher die Hunde noch. Da oben und Pandora muss ich auch nachher noch benutzen. Ich glaube, das ist Pandora war. Ey, schießt mir von das hin. So, dann grillt lieber mal ein bisschen. Dann schmeckt er wenigstens noch ein bisschen. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Doch lang her. Ne, bei dem war es nicht. Sehr komisch. Oh, wo war das? Ja, jetzt auf einmal. Diese Tür ist verschlossen. Mich doch hier durch. Ich kann es vor, dass ich von hier gekommen bin. Ne, war doch richtig. Ah ja, die Viecher.
Zack, wird sichtbar. Zack, zack, und bomb. Und zack. Ich weiß gar nicht mal, welchen Satz ich getroffen hatte. Zack. Ah, und die schon wieder. Das war ein bisschen zu kurz. Zack, wird sichtbar. Da ist ja wieder eine Truhe. Das erste Lied ist ja noch einfacher, der zweite wird ziemlich schwierig. Ah ja, jetzt kommt das mit Pandora erstmal. Nee, doch, das Lied erst. Mal hier müssen gleich mal das Lied. Mal gucken, wie lange ich diesmal brauche. Ich glaube, es wird nicht zu lang diesmal. Jetzt muss ich da mich hoch. Und einmal drehen. Und zack. Die darf man hier vorne nämlich nicht vergessen. Upsala. Aber bevor ich das Schwert komplett mache, sammle ich die noch ein. Und natürlich die hier. Und wieder ein Phönix. Die Magie wurde verbessert. Das war doch schon richtig. Da ich hier nicht aufgepasst. Und noch einmal, so. Und den letzten noch, da muss nämlich die Spitze ran. Und da ist er. Zack. Und jetzt muss ich das letzte Lied spielen.
Ah, vorher knacke ich die noch. Ja, hier hinten war weiter nichts. Das wird jetzt schwierig. Boah, fast ein Fehler. Cool, gleich geschafft. Und nochmal das Ganze. Ja, mit dem ersten Mal geschafft, geil. Hier oben dürfte er gerade das haben, dann geht es erstmal runter. Oh ja, guck mal, ah ja, das. Da muss ich jetzt die Medusen verdröschen. Weil die sind nicht gegen alles immun, komischerweise, selbst gegen diese Attacke. Da ist er, die Lamia, meinte ich. Oh, was? Na, nicht platt machen. Ey, falsche Taste. Auf jeden Fall brauche ich die dafür. Zack. Damit ich die nicht zu Stein machen kann, weil ich habe ja die Löwenhandschuhe noch nicht. Die kriege ich erst von Herkules. So, und das nächste. Und nochmal in Stein machen. Ne, war alles. Ja, waren alle. Ne, war nur der Hebel. Da muss ich jetzt so hoch. Und Kratos, seine Lieblingsbeschäftigung, die kommt auch noch. Wird das mal aufgemacht. Und da ist die Büchse der Pandora. Ah, da kommt man noch nicht ganz ran, weil da ist mir noch Feuer ringsrum.
Jo, ein paar Bogenschützen. Ja, das kann ich auch bei dir können. Ist da was sicher? Hier, wird erstmal geblendet hier. Ah, oh, schon. Nee, der ist noch nicht frei. Na, wer swap alles ja. Die Starken kannst du aber nicht abwehren. Wenn es funktioniert. Zack. Boom. Klatsch. Der war geil gewesen. Na komm hoch hier. Die ziehen aber auch ordentlich die Viecher hier. Zack. So. Er ist hochgegangen und jetzt geht's wieder erstmal runter. Und so war glaube ich was hier. Ja, da unten ist es doch, was ich gesucht habe. Da ist er ja, die Truhe. Und klack. Dragonenauge halten. So, und erstmal speichern. Zack. Gucken, was hier uns nochmal erwartet. Ah ja. Ich glaube, das war schon der Herkules, weil. Oder? Könnte hier gewesen sein, dass hier der Herkules kommt jetzt. Lass mal die KP einsammeln. Zack. So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Let's Play war. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. So, bis zum nächsten Mal.